Im internistischen Untersuchungszentrum am Martin-Luther-Krankenhaus finden die Koloskopien statt. Seit 2002 gehört die Darmkrebsvorsorge in Deutschland zum gesetzlichen Früherkennungsprogramm. Ab dem 55. Lebensjahr wird Männern und Frauen eine entsprechende Untersuchung empfohlen. Durch das bundesweite Koloskopieprogramm wurden so statistisch innerhalb von 7 Jahren fast 200.000 Fälle von Darmkrebs verhindert und weitere 90.000 in einem frühen, heilbaren Stadium entdeckt. So wie bei diesem Patienten. Na, wie geht's Ihnen heute? Gut. Ja? Ja, wenn man sagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber und da ist die Sorge oder die Ängste vor einer Vorsorgekoloskopie ein ganz besonders gutes Beispiel, denn heutzutage sind die Vorsorgekoloskopien oder Koloskopien ganz allgemein nur noch mit sehr geringen Belastungen verbunden. Aufgrund der hohen Effizienz der Vorsorgekoloskopie ist es möglich, hiermit frühzeitig Darmkrebs zu erkennen, und seitdem diese Untersuchungen durchgeführt werden, hat es sogar dazu geführt, dass die Darmkrebsrate in Deutschland abgenommen hat, allein durch die Entfernung der Vorstufen der Polypen. Da, ne? Das ist so ein beginnender kleiner Polyp. Machen wir da eine Biopsie, machen das weg. Wird einfach mit einem kleinen Biss mit der Zange haben wir erwischt. So. Natürlich hat jeder medizinische Eingriff ein potenzielles Risiko. Das ist bei der Darmspiegelung selbstverständlich auch nicht anders. Aber das Verhältnis zwischen potenziellem Risiko und möglichem Nutzen ist ausgesprochen günstig bei der Vorsorgekoloskopie. Also wenn man zum Beispiel einen Polypen entfernt, kann man natürlich, weil man dabei ja Gewebe schneidet, die Darmwand verletzen. Wenn es zu Verletzungen kommt, dann kann man diese Verletzung entweder direkt bei der Untersuchung wieder beseitigen, also die Veränderungen durch spezielle Maßnahmen korrigieren, oder es muss tatsächlich eine Operation erfolgen. Wir geben so ein spezielles Gas in den Darm. Das ist Kohlensäure. Das hat den großen Vorteil, dass diese Kohlensäure schnell abgeatmet wird. Und aus diesem Grunde haben die Patienten, die man so untersucht, auch nach der Untersuchung gar keine großen Blähungen oder Beschwerden. Durch die Sedierung, dadurch, dass sie schlafen, ist die Untersuchung auch für sie nicht belastend. Der makroskopische Befund, also das, was man mit dem bloßen Auge beurteilen kann, liegt ja während der Untersuchung oder spätestens am Ende der Untersuchung bereits vor. Wenn es notwendig ist, entnommene Gewebsproben nochmal unter dem Mikroskop genauer zu analysieren, dann dauert es in der Regel 2 bis 3 Arbeitstage, bis deren Ergebnis vorliegt. Gut, also ich habe nur gute Nachrichten für Sie. Ja, es sieht alles gut aus jetzt. Es waren keine größeren Veränderungen mehr zu sehen. Also ganz wunderbar. War nur ein ganz kleines Polypknöspchen, das haben wir entfernt, ja? Weil sie in der Vergangenheit ja große Polypen hatten, ist das auch vorsichtshalber weggemacht worden. Und ich denke, die Kontrollen, so wie wir sie jetzt in der Vergangenheit gemacht haben, können wir und werden wir so weitermachen.